Hallo und herzlich willkommen zu unserem nächsten Videopodcast. Ja, hallo, ich begrüße euch aus Doha. Lara und ich haben uns heute überlegt, mal einfach über den weiblichen Zyklus zu sprechen. Also weil ja das Interesse auch sehr groß war an der natürlichen Verhütung. Und um die natürliche Verhütung anzuwenden, denke ich, ist es ganz schlau, sich einfach nochmal den Zyklus anzugucken und dann versteht man auch besser, wann denn die fruchtbaren Tage sind und so weiter. Ich habe hierfür auch ein Diagramm rausgesucht. Das könnt ihr euch auf Frauenärzte im Netz auch angucken. Also wenn ihr da auf Frauenärzte im Netz geht und dann auf Zyklus drückt, dann seht ihr dieses Diagramm. Ja, wir gehen das jetzt mal gemeinsam durch. Also Zyklus heißt ja eigentlich rund, ne? Also es ist ein Kreislauf, sagen wir mal. Und also der Zyklus heißt Zyklus, weil es ein Kreislauf ist, der sich jeden Monat wiederholt. Wobei man sagen muss, dass die Zykluslänge eine individuelle Geschichte ist. Und obwohl in den Büchern immer steht, Frauen haben einen 28-tägigen Zyklus, es gibt durchaus Frauen, die haben nie 28-tägigen Zyklus, sondern die haben halt 26 Tage oder die haben 32 Tage. Und deswegen sagt man alles grob zwischen 24 und bis zu 42 Tagen kann normal sein für eine Frau. Ja, so. Der Zyklus beginnt immer mit dem ersten Tag der Periode. Das ist hier unten, das ist die Schleimhaut in der Gebärmutter. Seht ihr das? Ja, also wenn die Blutung einsetzt, blutet natürlich die Schleimhaut ab und dann wird sie wieder aufgebaut, umgewandelt unter dem Einfluss von Progesteron, bis dann die nächste Blutung kommt. Okay? So, hier oben ist die Temperatur aufgemalt, hier. Ja, also wir haben in der ersten Phase des Zyklus, die man auch Follikelphase nennt, das ist die Phase, wo die Eizelle heranreift, haben wir relativ, wenn man da so einen Mittelwert macht, niedrigere Aufwachtemperatur als nach dem Eisprung. Nach dem Eisprung steigt die Aufwachtemperatur um circa 0,5 Grad an. Das seht ihr hier, da ist der Eisprung, dann steigt die Temperatur ab, bleibt dann ein paar Tage auf einem höheren Level, bis es dann zum Schluss wieder runtergeht. Okay? Die absolut sicherste Zeit ist natürlich hier immer nach dem Eisprung, weil die Eizelle lebt nur 24 Stunden. Das heißt, wenn der Eisprung vorbei ist, dann ist auch die Fruchtbarkeit vorbei. Okay? Dann sieht man, was sieht man hier noch? Hier oben ist angedeutet, was im Eierstock passiert, also die Follikelreifung. Sieht man das? Ja. Ja? Und dieser rote Bereich hier ist halt der Tag der Ovulation. Jetzt muss man wissen, dass die Zeitspanne vom Eisprung bis zur nächsten Blutung relativ konstant bei allen Frauen ist, etwas zwischen 14 und 16 Tagen. Okay? Während die Follikelreifungsphase kann sehr unterschiedlich sein. Und das ist so ein bisschen das Trickige dran. Jetzt nehmen wir mal an, eine Frau hat nur einen 24-tägigen Zyklus. Okay? Das heißt, sie hat die Blutung schon am 25. Tag wieder. Und wenn wir dann sagen, die zweite Hälfte ist 14, das heißt, der Eisprung rutscht damit um 4 Tage nach vorne. Der ist dann nicht am 14. Tag, sondern schon am 10. Tag. So. Und jetzt überlegt mal, eine Frau, die dann vielleicht 6, 7 Tage blutet und dann während der letzten Blutungszeit, wenn es nur noch so schmiert, Verkehr hat, weil sie glaubt, während der Blutung kann sie nicht schwanger werden, hat sie sich leider geirrt. Denn die Spermien können, wenn sie fit sind, bis zu einer Woche leben. Ja? Und das heißt, selbst wenn sie während der Blutung ihren Verkehr hat, plus 7 Tage, 10. Tag, also vom dritten Tag an ist sie fruchtbar. Ja? Das ist die Problematik. Okay? Hier in der Mitte sieht man die Hormonkurven. Das Blaue ist das Estradiol, das Östrogen. Das steigt mit der Follikelreife an, weil der Follikel produziert das Östrogen. Okay? Dann haben wir das Rote, das ist das Progesteron. Steigt erst in der zweiten Zyklushälfte an. Das ist übrigens auch der Grund, warum die Temperatur hochgeht. Ja, das Progesteron wirkt auf das Temperaturzentrum. Und dann haben wir das follikelstimulierende Hormon hier unten. Das ist wo ist es denn? In Pink, sage ich mal. Ja. Und das LH, das FSH, das follikelstimulierende Hormon, wird halt in der Follikelphase ausgeschüttet, um den Follikel, die Eizelle anzuregen, zu wachsen.
Okay. Und der Eisprung wird ausgelöst durch den sogenannten LH-Peak. Das ist das luteinisierende Hormon. Dieser Peak ist hier dieses Grüne ist das LH. Hier, das sieht man vielleicht wegen dem roten Balken nicht so gut. Denn dieser LH-Peak ist das, was in den Ovulationstests im Urin nachgewiesen wird. Und deswegen ja? weiß man dann. Und deswegen, ja, ne, also sobald der LH-Peak passiert ist, dann ist auch die Ovulation quasi zu Gange. Das steigt kurz vor der Ovulation, kommt dieser Peak zustande. Ja, dann ovuliert das der Follikel, okay, und bildet sich dann ins Gelbkörperzystchen um und produziert dann Progesteron. Okay, das heißt, wenn man den LH-Peak nachweist und dann einen Sicherheitsabstand von 2 Tagen hat, dann ist die Eizelle mit Sicherheit nicht mehr fruchtbar, weil die lebt nur 24 Stunden. Das heißt, sagen wir, man hätte jetzt an einem Donnerstag den Eisprung, weil man daran merkt, dass die Temperatur angestiegen ist. Das bedeutet, die Temperatur steigt erst an nach dem Eisprung oder zum Eisprung? Nochmal. Die Temperatur steigt ein bisschen parallel zu dem LH-Peak, aber normalerweise sagt man, die ist nach der Ovulation, ist sie oben. Das heißt, ja, also 2 Tage danach ist sicher. Genau. Also wenn man den Temperaturanstieg hatte, ist die Ovulation sicher vorbei. Und wenn man dann noch 2 Tage als Sicherheitsabstand addiert, dann ist man sicher nicht mehr fruchtbar. Okay. So. Und andersherum, wenn jetzt eine Frau einen sehr langen Zyklus hat, heißt, dass ihre Follikelphase auch länger ist. Und es gibt durchaus Frauen, die haben erst am 16. oder 18. Tag ihren Eisprung. Ne? Und die kommen dann natürlich auch durcheinander, wenn sie sagen, wieso denn mein Eisprung ist doch am 14. Tag und dann denken sie am Ende, der ist schon vorbei und haben Verkehr und schwuppsdiwupps, passiert dann doch was. Aber davor ist man auch nicht sicher, oder was? Also man ist erst danach sicher. Ja, im Grunde genommen hundertprozentig sicher ist man erst, wenn man nachgewiesen hat, dass wirklich die Temperatur ansteigt, der LH-Peak vorbei ist und dann noch ein Sicherheitsabstand von 2 Tagen, dann ist die Eizelle tot. Da kann nichts mehr passieren. Ja, also diese Phase hier ist sicher. Aber davor kann es halt Variablen geben und die Temperatur ist natürlich auch abhängig. Wenn du eine Erkältung hast, kann die auch mal ein bisschen höher sein, ne? Und man muss es auch wirklich immer jeden Tag zur gleichen Zeit messen. Am selben Ort, also bevor man aufsteht, also ist ein bisschen tricky. Aber wenn man jetzt halt einen sehr schönen, regelmäßigen Zyklus hat, dann kann man das, man kann sich ja dann, es gibt auch so im Internet, kann man das einzeichnen sich selber mit der Temperatur und dann gibt es ja auch noch dieses Cervix-Sekret, was sich vor dem Eisprung so ein bisschen verdünnisiert, das ist dann so zäh, das kann man zwischen den Fingern so spinnen, also wenn man das zwischen den Fingern hat und dann zieht, hat man so eine Linie. Das sind so die Anzeichen, dass die Ovulation bevorsteht. Und wenn man seinen Körper gut beobachtet und eben mal über, sagen wir mal, 3, 4 Monate sich monitort, dann kann man schon rauskriegen, wann der Eisprung in etwa ist und dann auch rausfinden, wann halt wirklich die absolut sichere Zeit ist. Interessant. Ich wusste nämlich auch nicht, dass es so unterschiedlich sein kann, der Zyklus. Ich dachte, der ist halt um 1 bis 2 Tage vielleicht, aber ich meine, 42 Tage ist ja schon ein großer Unterschied. Es sind auch nicht so viele Frauen, aber man sagt halt grob, in dieser Phase ist es noch normal, ne? Ohne dass man sich jetzt massiv Sorgen machen kann. Pathologisch wird es dann halt, wenn man wirklich mal 2 Monate oder 3 Monate gar keine Blutung hat. Ne? Dann spricht man schon von einer Oligomenorrhoe. Aber also bis zu 6 Wochen kann durchaus mal passieren, vor allem wenn wir Stress haben. Ja, sehr interessant. Ja, Dankeschön. Also wie gesagt, dieses Diagramm kann man sich auf Frauenärzte im Netz angucken, ne? Einfach um nochmal zu rekapitulieren und vielleicht hilft es ja so ein bisschen den Zyklus besser zu verstehen und vielleicht hilft es auch mit der natürlichen Verhütung ein bisschen weiter. Genau, und wenn ihr dazu irgendwelche Fragen habt, ich blende jetzt die Mail ein und unser Instagram-Account nochmal und ansonsten sehen wir uns nächste oder übernächste Woche. Ja, tschüss. Bis dann. Tschüss.